Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit dem Unterricht für Tierwesen. Ich fliege. Ja, wir sollen zum Unterrichtsraum für Tierwesen gehen heute. Wir brauchen sowieso ein bisschen Geld, weil wir können jetzt doch kein Rezept laufen. Das Leid ist... Scheitert momentan sehr, sehr viel an diesem Fokusdrang. Da war das eine Tastatur. Ich kann es richtig sehen. Bleib mal kurz. Ich muss mal gerade Dinge machen. Ich verstehe jetzt gerade nur nicht das Rätsel. Die Truhe ist unter uns, das ist klar. Kann ich da irgendwie ohne weiteres runter? Die ist unten oder was? Was ist denn die Truhe? Die ist hier auf der Höhe oder was? Zu leben im Dunkeln. Wir machen das nochmal. Müssen wir doch mal im Hellen her. Wir reisen erstmal zum Tierwesenunterricht. Ich sehe schon wieder viel zu spät, weil die Uhrzeit her ist wieder dunkel. So, verwahren mit dem Auftrag. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Naja. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen, sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf!
Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Tierwesenbürste. Dann was Schönes. Ich stelle mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr... So, zum Zuweisen halten. Okay, wir müssen... Wo ist denn der Knuddel? Hat er... Hä? Nee, Zauber, stopp. Warte mal. Jetzt. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Klar. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Da hinten ist ja. Das haben wir ja schon mal. Die haben wir schon mal angeschickt. Schnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Aufpassen, Kollege. Blödes Vieh. Hör doch auf mit der Scheiße. Was denn, Merlin? Was machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Was an, Assi? Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel, so wie du es bei Gerald getan hast. Darf ich da rein? Ja. Ja, nimm mal. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Dann sprich mal. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Sowieso nicht. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden.
Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Ich muss mit dir reden. Komm her. Du musst mit mir reden. Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Im Wald, Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Geh mit Poppy. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Du bist der Ravenclaw, ne? Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Ich habe mich gerne um die Typen noch gekümmert. Bleib zurück. Ein Hippogreif. Seidenstapel. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Klar. Verbeugen. Wie man es bei Hagrid im Unterricht gelernt hat, im Buch. Und jetzt, wenn er runtergeht, jetzt dürfen wir ihn tatsächlich streicheln. Oder? Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Machen wir das doch mal. Wenn ich habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Das könnte richtig Spaß werden. Lass ich mal sein. Von Wolkenschwinge. Das war absolut genial. Also in der Wüste findet ihr es nicht? Ja klar, man hat natürlich übelst, man würde natürlich, wenn das Viech jetzt vor einem stehen würde, übelsten Respekt haben. Klar, wir wissen, was so ein Hippogreif durchaus kann. Aber ich denke mal, wenn man den Tieren allgemein mit Respekt begegnet und nett zu ihnen ist, dann sind sie auch nicht zu und deswegen würde ich sagen, sie war genial. Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über den verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein.
Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wilderer-Problem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen. Aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt schon verdächtig, Junge. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Ja, gut, dem dazu gehen auf jeden Fall. Gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. So. Auftrag abgeschlossen. Unterrichtsstunde Tierwesen. Gut, das ist dann das heute. Kurz mal gucken. Also, wir haben Kniesel kennen wir, Hippogreif, Knuddelmuffs kennen wir durchaus. Ja. So, gucken, was wir noch für Aufgaben haben. Klar. Einen Fokustrack. Ich brauche die Kohle, damit ich den Fokustrack beschaffen kann. Madame Kogawas Aufgabe 2. Genau. Das müssen wir sogar noch zu Ende machen. Arresto Momentum. So. Na dann. Ab auf den Besen und los. Es ist sehr cool, dass wir jetzt mit dem Besen tatsächlich so weit. Klar, für K. Es spart natürlich unnormal Weg jetzt gerade. Gucken wir mal hier nicht irgendwo. Haben wir nicht irgendwo eine Tür hier? Ja, hier vorne. Was auch immer das ist. Oh, eine Hamburg-Seite. 3 von 15. Ich schicke mir selbst nicht so viele Eulen. Es ist schön, sie zu bekommen. Was? Platz nicht so. Ich hab doch vergessen. Ich hab schon wieder eine gefunden. Man muss auch zwischendurch mal hinhören. Dann findet man durchaus immer mal wieder irgendwas. Wo sitzt die denn? Ich glaube, das ist. Warte. Wir machen mal was anderes. Das sind diese Truhen, die ich mal angeschnitten habe. Warte mal. So. Kann ich hier öffnen? Nee. Rebellion.
Hier kannst du wahrscheinlich irgendwas. Wie sitzt denn die? Sitzt die echt so weit oben? Warte mal, sehen. Hier ist ein weiterer. Ist das nicht links drin? Ein weiterer Schlüssel, theoretisch? Biest, ja. Warte mal, das ist ein Schlüssel. Die Frage ist, bist du jetzt zu dem Schrank zurück? Warte mal, ich mache schon wieder andere Dinge, als ich wollte. Erwischt. Und hier gibt es eine weitere Ausmarke. Eigentlich war es jetzt tatsächlich sogar nur Zufall, dass ich das Ding jetzt mehr oder weniger gefunden habe. Aber in der Nähe von diesem Ding muss eigentlich auch irgendwo eine So. Ja, ich glaube, weil ich jetzt schon wieder ein bisschen dazwischen gekommen, irgendwas dazwischen gekommen ist, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und schließe mal kurz die Aufgabe von Mörser am Kugaba ab. Weiß ich ja, warum immer, dass ich das nicht gemacht habe. Dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Bis dann bei Hogwarts Legacy.